Jetzt ein großer Themensprung. Kreativität, Spaß und Sport. Davon gibt's in Scharndorf im Bezirk Bruck an der Leiter genug. Denn hier hat sich vor wenigen Jahren ein besonders spaßiger Verein gegründet, der Sautrog-Rennclub. Einmal im Jahr werden am Löschteich mitten im Dorf Sautrog-Rennen veranstaltet. Das nächste, das geht am 9. August über die Bühne und auch heuer rechnen die Scharndorfer wieder mit ein paar hundert Besuchern in dem kleinen Ort. Scharndorf, 300 Einwohner, eine alte Kirche, kein Kreisler, kein Wirtshaus, aber einen Sautrog-Rennclub gibt's. Das ist der Wolfgang, unser Paparazzo. Schau mal, der setzt jeden ins richtige Bild zur richtigen Zeit. Das sind ca. über 10.000 Schätzungen. Den Überblick habe ich wirklich nicht, den hat wirklich meine Frau. Weil die tut das, ich tue das fotografieren, sie tut das einschlichten und ordnen und aufheben. Ja, das ist der Günther Kamland da. Und ja, wir sagen sie im Kappeständer, weil er halt bei der Polizei ist. Und er ist halt bei uns zuständig für die ganze Bar und so, für den Ausschank. Die Idee, den Sautrog-Rennclub Scharndorf zu gründen, ist genau hier entstanden, am Wienerweg 6. Ja, und wie wir sie immer treffen, im Nachbar sitzen, treffen wir sie auf die Nacht. Ein Bankerler kommt von Urlaub zurück und sagt, du, aber die hätte schon wieder was Geniales für uns. Mein Opa war da auf Urlaub war und der Schwager hat gesagt, ich soll mitfahren. Wir schauen sie das Sautrog-Rennen an. Und das war eigentlich eine super Sache dort. Und so gibt es das Sautrog-Rennen am Scharndorfer Löschteich heuer schon zum 5. Mal. Ganz wichtig dabei, das Renndress. Wir sind die Säcke. Also rein als Sack, ganz einfach. Das passt schön, da kann man sich schön bewegen. Wir sind als KTM, die Kopftuchmafia von Schondorf. Weil wir haben das gesehen, die älteren Damen, die haben immer so Kopftücher auf und die sitzen immer am Bangalomen und deswegen haben wir gesagt, wir machen die KTM. Auf die Plätze, fertig, los! Hopp, 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 da, da. Das ist heute zum Glück nur der Probelauf fürs große Rennen am 9. August. Bis dahin müssen die 17 Mitglieder noch kräftig in Sachen Werbung rennen. Mit meinem Hund, das verbinde ich gleich Postkastel zu Postkastel. So hat halt jeder seine Aufgabe. Der Ackerl Helmut, er ist unser Fred Kompüs und er zaubert immer super Menüs für alle Leute, dass alle zufrieden sind. Lieblingsspeise der Sautrog-Bande, Schweinefleisch natürlich, serviert im Vereinslokal. Hier werden noch die letzten Rennen analysiert. Die Gaude im Löschteich dient aber auch einem guten Zweck. Der Sautrog-Rennclub Scharndorf hat bisher schon 9.000 Euro für die Kinderkrebsforschung gespendet. Und wenn Ihnen der Sautrog-Rennclub Scharndorf besonders gut gefallen hat, dann können Sie ab jetzt unter der Telefonnummer 027 42 23 0201 bis 22 Uhr anrufen und Ihre Stimme abgeben. Die Anrufer werden dann gezählt und morgen, da präsentieren wir Ihnen dann den Vereinsmeier der Woche. Wer es heiß haben will, der ist